So gemütlich sah es im Leondinger Jugendtreffpunkt 4060 nicht immer aus. Vor 10 Jahren war hier am Harter Plateau nur Beton. Jugendliche haben den Platz besetzt und forderten ihren eigenen Jugendtreffpunkt. Wir haben mit Jugendlichen den Parkplatz einmal besetzt, haben uns hingesetzt mit Thermoskannen und mit Picknickdecken. Und die Jugendlichen haben gesagt, sie hätten gerne ein Jugendcafé, wo sie keinen Konsumzwang haben. Das Projekt hat damals noch keiner so richtig ernst genommen. Daraufhin sind die Jugendlichen ins Rathaus marschiert. Es gibt ja bei uns bei der Beidegott-Sitzung immer Bürgerfragestunde und da waren halt jetzt dann junge Bürgerinnen da bei uns und haben wirklich ihre Anliegen vorgebracht vor dem damaligen Gemeinderat und somit war es dann doch möglich, dass dieses Haus eben so entstehen kann, wie es eben heute ist. Ein großes Dankeschön. Es war politisch gesehen eine schwere Geburt, aber wir haben in Zusammenarbeit jede politische Fraktion überzeugen können, dass das gemeinsam ein ganz guter Weg ist. Heute wird die Torte angeschnitten und das 10-Jährige gefeiert. Viktoria Lösch ist Leondingerin und geht hier wöchentlich ein und aus. Das ist einfach wie so eine kleine Familie mit der Zeit. Man wächst da rein und man freut sich dann schon zum Beispiel nach der Schule, wenn man herkommt und die Leute wieder sieht und jeden kennt. Das wird total gut angenommen, weil es einfach wirklich auch von der Betreuung her sehr unaufdringlich ist. Es ist eher mehr so wie ein Lokal und wenn man ein Thema hat, kann man darüber reden oder auch nicht. Ja? Und es werden einfach Angebote gemacht. Die Kinder, die Jugendlichen nutzen, müssen sie aber nicht. Auch Streetworker arbeiten hier und das Projekt Common 17 hilft Jugendlichen bei der Arbeitssuche, bei Bewerbungen und neuen Lehrstellen. Im Jugendcafé ist kein Konsumzwang. Dort treffen sich die 16- bis 25-Jährigen und verbringen gemeinsam ihre Freizeit.